Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Livestream mehr. Heute da mal die Rose umtopfen und die verblühten Knospen da mal wegschneiden. So. Weg. Und die Knospen lasse ich noch dran. Ist ja der da. So. Wegen des sind schon verblüht. Jetzt haben wir diesen Topfgröße ausgewählt, die nicht wieder vertrocknet. So, jetzt haben wir da Erde hinein. So. Normalerweise mag die Rose Rosenerde. Aber leider habe ich keine da. Dann nehme ich normale Gartenerde. Das geht auch. Oder Kübelpflanzenerde. So. Jetzt haben wir da die Erde. Mit einem kleinen Topf geht es viel besser. So. Jetzt haben wir da Erde. So. Denkt euch nichts, das ist die Garagentür. Macht der Wind auf und zu. Ja. Jetzt ist mir ein bisschen Erde ausgegangen. So, jetzt habe ich schon Erde aufgefüllt. Und jetzt muss man die Rose nur mehr angießen. So, jetzt einmal so angießen. So. Und jetzt darf man dann noch was ernten. So, da ist eine Limette, ein Limettenbaum, den habe ich umgetopft und da hängt schon eine Frucht drauf und die darf man jetzt ernten. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt hole ich noch eine Baumschere und dann schneiden wir die Frucht. Ich drehe euch das näher. So, ab ist die Geschichte. Eine Limette geerntet. Und da sehe ich schon, da kommt noch eine Limette. Da
wo mein Finger ist. Und da sind Blüten. So, jetzt damals Salat ernten. In März. Den habe ich in Topf angepflanzt und es ist was geworden. Schaut sehr gut aus. Jetzt schneiden wir ein paar Blätter ab. So, dann mal da in die Schüssel. So. Zuerst den grünen. Jetzt da mal ernten. So, jetzt habe ich fast die ganze Schüssel geerntet. Jetzt haben wir noch ein bisschen von dem Grünen was runter. So. Bisschen. Dann kann der wieder nachwachsen. So. 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 Einfach Salat ernten im März. Probieren wir mal. Sehr gut. So, jetzt lassen wir ihn. So, tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und keinen Livestream mehr. Bis zum nächsten Video, der Gärtner Janus Muratti. Ciao, ciao!